Es ist kurz nach 16 Uhr und hinter mir kehren gerade die Synodenteilnehmer zurück in den Vatikan, um 16.30 Uhr die Beratungen wieder aufzunehmen. Seit gut einer Woche schon findet hier in Rom die Familiensynode statt. Diverse Journalisten beobachten die Geschehnisse. Einer von ihnen ist Ludwig Ringeifel, der Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur. Herr Ringeifel, Sie beobachten die Synode von Beginn an. Wie ist Ihr Eindruck von der ersten Woche? Der Eindruck ist, dass es am Anfang ziemlich holprig losging. Also da war eine echte Auseinandersetzung zwischen einigen Kardinälen um die Frage, an welchem Punkt legen wir denn hier eigentlich los? Sind wir wieder auf Punkt Null, so wie vor einem Jahr, oder ist inzwischen schon was geschehen? Und da gab es sehr unterschiedliche Auffassungen zu. Und dann gab es auch einen Kardinal, der gesagt hat, naja, wir sitzen hier zusammen und was wir machen, ist sowieso egal, weil die Antragskommission wird am Ende eh das machen, was sie will. Und das gab auch ein ziemliches Tohuwabohu nach dieser Intervention. Und dann ist der Papst persönlich eingeschritten und hat gesagt, Schluss damit, hier sollen keine Verschwörungstheorien aufgebauscht werden und niemand soll so tun, als hätte es die letzte Synode nicht gegeben. Also er hat klar gemacht, an welchem Punkt man jetzt ist. Und seitdem hat sich das etwas beruhigt. Sie sprechen Papst Franziskus schon an, wie er eingeschritten ist. Es wurde im Vorhinein viel spekuliert, wie wird er diese Synode diesmal führen. Was deuten Sie aus diesen ersten Reaktionen? Es ist ja ganz ungewöhnlich, dass ein Papst sich so früh persönlich einschaltet. Das machen normalerweise die Synodenpräsidenten oder der Generalsekretär. Der Papst selbst musste aber hier eingreifen, weil es ein bisschen aus dem Ruder zu laufen schien. Und er hat eben nochmal klar gemacht, er selbst wird am Ende dann auch entscheiden, was er mit diesen Vorschlägen macht, die von der Synode kommen werden. Und er hat nochmal aufgefordert, jetzt wirklich voranzugehen und nicht stehen zu bleiben und sich nicht in irgendwelchen taktischen Scharmützeln zu verstricken. Also eine sehr positive Rolle, die er einnimmt. Er redet auch mit ganz vielen Synodenvätern, so in den Pausen beim Kaffee und so, spricht er wirklich mit sehr vielen und redet ihnen gut zu, auch mit Leuten aus unterschiedlichen Lagern und Strömungen. Also er nimmt sehr, sehr aktiv teil. Jetzt im Augenblick befinden wir uns in der Phase, wo in den Sprachgruppen diskutiert wird. Die Sprachgruppen, da wurde zu Beginn erstmal die Moderatoren gewählt. Und wenn man jetzt so auf die Liste der Moderatoren schaut, was war Ihr Eindruck, wie analysieren Sie das? Das ist eine ziemlich gemischte Truppe, die da gewählt wurde. Also es gab einige Moderatoren, die man eher ins konservative Lager stellen würde, andere, die eher im Fortschrittlichen sind, auch einige, die in der Mitte stehen. Also zum Beispiel bei der deutschen Sprachgruppe wurde Kardinal Schönborn aus Wien zum Moderator gewählt, der ja schon für eine gewisse Öffnung steht, aber dennoch auch von den Konservativen akzeptiert wird. Also das war, denke ich, schon eine sehr kluge Entscheidung, gerade für die deutsche Gruppe. Sie sprechen die deutsche Gruppe an. Die ist ja hochkarätig besetzt mit mehreren Kardinälen von Kardinal Marx, Kardinal Koch und so weiter und Kardinal Müller, nicht zu vergessen. Ist es nicht eigentlich, die kennen doch ihre Positionen alle. Was ist da das Spannende dennoch an dieser Gruppe? Ja, das ist jetzt kein Schlagabtausch, wo man einfach bekannte Positionen sich gegenseitig vorliest, sondern man muss ja gemeinsam an einem Text arbeiten. Das heißt, man arbeitet an diesem Arbeitspapier und muss sich auf Änderungsvorschläge verständigen, die dann gemeinsam von dieser Gruppe beschlossen werden. Und das ist das wirklich Spannende, wenn so unterschiedliche Leute wie Müller und Kasper oder Müller und Marx zu einer gemeinsamen Formulierung kommen müssen. Das finde ich wirklich richtig spannend. Da wäre ich gern dabei. Das können wir leider nicht sein. Wir müssen hier von außen weiter berichten. Ich danke Ihnen an dieser Stelle und wir werden Sie in den nächsten Wochen sicherlich nochmal treffen. Vielen Dank an dieser Stelle. Gerne.